1819 erscheint die zweite Auflage der Grimmschen Märchen. Auf dem Titelblatt eine besondere Frau, Dorothea Fiemann. Sie stammt ursprünglich aus einer hugenottischen Familie. Diese war vor langer Zeit aus Frankreich geflohen und hatte ihre Geschichten von dort mitgebracht. Ein bekanntes Gemälde zeigt, wie Dorothea Fiemann den Grimms die Märchen in ihrer Küche erzählt. So war es aber nicht. In Wahrheit hat sie die Brüder in Kassel getroffen. Das Bild förderte aber die verbreitete Legende, die Grimms seien märchensammelnd über Land gezogen. Doch das ist falsch. Ebenso wie die Vorstellung, alles sei ihnen mündlich überliefert und erzählt worden. Wilhelm Grimm, der die Märchensammlung vor allen Dingen verantwortet hat, hat immer wieder behauptet, alles, was in dieser Sammlung zu finden ist, sei aus mündlichen Quellen geschöpft. Ich muss dazu sagen, dass die Grimms so gut wie nie Feldforschung betrieben haben. Sie sind nicht mit einem Notizblock und Bleistift bewaffnet durch die Lande gezogen, um dort alte Märchenfrauen zu interviewen. In Wahrheit ist es viel nüchterner. Sie haben Bücher ausgewertet, sie sind in die Bibliothek gegangen und hatten dann aber wiederum für sich den Anspruch, aus den Büchern das herauszunehmen und so herauszunehmen, wie es eigentlich der mündlichen Überlieferung zu verdanken wäre. In den Bibliotheken finden Sie neben alten deutschen Märchensammlungen auch welche aus dem Ausland. Aus Italien, aus Frankreich, aus dem Orient. Die Grimms werten unterschiedlichste Quellen aus, auch über die europäischen Grenzen hinaus. Sie haben gezeigt, wie die Netzwerke bis hin in die afrikanische Märchenkultur gehen, bis in die japanische, chinesische Märchenkultur hineingehen. Aber in die Märchensammlung selbst haben Sie nur das aufgenommen, was Ihnen als deutsche Märchen tatsächlich erschien. Da sind Sie ganz streng. Aber noch ist Ihre Märchensammlung in Deutschland kein großer Erfolg. Ganz anders in England. Dort erscheint 1823 mit großem Erfolg eine kleine Auswahl Grimmscher Märchen. German Popular Stories, übersetzt und bebildert. Klein und handlich, ein schmuckes Bändchen. Gerade die Bilder, sie sorgen für den besonderen Erfolg. Und dieses Erfolgsrezept soll jetzt auch in Deutschland helfen. 1825 kommt eine kleine Ausgabe speziell für Kinder heraus. Illustriert von ihrem jüngeren Bruder Ludwig Grimm. Später gibt es das Ganze auch in Farbe. Reduziert auf 50 Märchen, ohne wissenschaftliche Anmerkungen. Jetzt gelingt der Durchbruch. Bald liegt die kleine Kinderausgabe bei vielen Familien zu Weihnachten unter dem Tannenbaum. Die Mutter erzählt, die Kinder hören zu. Und was sie hören, sind oft die gruseligsten Dinge. Die Alte hatte sich nur so freundlich angestellt. Sie war aber eine böse Hexe und hatte das Brothäuslein bloß gebaut, um die Kinder herbeizulocken. Wenn eins in ihre Gewalt kam, so machte sie es tot, kochte es und aß es. Und das war ihr ein Festtag.